warten hier auf ihren Einsatz. Weil es so cool war. Jetzt beeil dich, Mann. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Tag 3. Was machen wir heute, Tom? Wir werden eine Husky-Schlittentour machen. Nein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das mit den Rentieren gestern war halt schon mega geil. Aber jetzt auch noch mit Huskies. Und ich habe meine GoPro Max ausgepackt und werde mal schauen, was man hiermit für coole Aufnahmen machen kann. Ich glaub's halt nicht. Also, schnell los. Wir sind spät dran. Oh mein Gott. Und Leute, ich bin so froh, dass ich endlich jetzt eine eigene Mütze habe, die ich anziehen kann. Ich bin so stolz. Ja, wir hatten ja gestern zum Glück noch hier ein Happy End mit unserem Koffer. Ja, dass der angekommen ist. Und wir haben die Polarlichter gesehen. Mal gucken, ob wir die nochmal sehen. Okay, wir müssen los. Oh mein Gott, Sven, wie cool ist das denn bitte? Ja, Leute, und wir sind heute nochmal eine Stunde eher aufgestanden als die letzten Tage. Haben schon gefrühstückt. Das sind doch diese babysüßen Hunde. Ich raste wirklich aus. Wenn wir Glück haben, sehen wir auch Babys. Baby-Huskies. Baby-Huskies. Aber das ist doch jetzt nicht die Zeit, oder? Weiß ich nicht. Werden wir sehen, Leute. Oh, ich freue mich so. Es ist auf jeden Fall erst irgendwie 8.30 Uhr oder so oder 8.45 Uhr. Ach, wir fahren hier wieder mit unseren geheizten Schlitten. Wir sind da. Baby Huskies. Wie süß will man sein? Diese Babys, so ja, wirklich. Da sind die Huskies, mit denen wir jetzt fahren. Oh Gott, wie süß sind die denn? Ich finde das so krass, sowas in live mal zu sehen. Wow. Oh. Das ist halt so süß. Oh. Warten hier auf ihren Einsatz. Oh. So süße Hände und so flauschig. Ja, die sind so richtig flauschig. Jetzt sind wir dran, Leute. Da es kommen so gerade. Das ist kalt schon, aber da kommen die anderen. Boah, das sieht so cool hier aus. Einfach alles weiß. So süß die Hunde. So cool. Wow. Ja. Wir sind jetzt wieder zurück und das war so cool. Und also kalt. Ich bin abgefroren und mein ganzes Gesicht ist eingefroren und meine Hände. Ja. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Es war so nice. Es war so cool, sowas ganz anderes einfach. Und das hat sich so richtig soft angefühlt. Ja, wenn ich halt so mit Valentine eine Kutsche fahre, ist das halt alles andere als soft, wenn man so durch den Sand fährt. Den war es so richtig, man ist so übers Eis geglitten. Das war richtig schön. Die haben das auch so gut gemacht und sind alle so lieb, wirklich. Ja, wirklich sehr lieb. Und die genießen das so. Die haben so Spaß daran. Vorher sind die halt so richtig, komm, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los. So wie Valentine vor der Küste. Let's go, let's go. Und dann auf einmal so, und dann sind die alle ruhig. Und dann können die richtig abgehen. So süß. Das war richtig cool. Aber Leute, ich bin so eingefroren. Meine Hände, ich spüre sie nicht mehr. Wir haben halt keine Handschuhe angezogen, damit wir die GoPro und die Kamera bedienen können. Aber das war, ich kann auch nicht mehr richtig reden. Weil ich auch nicht, weil es ist alles eingefroren. Das ist ganz schlimm. Es ist halt eiskalt. Oh mein Gott, ich weine hier auch schon, weil es so cool war. Nein, weil der Fahrtwind einfach so extrem kalt war. Aber es war echt mega cool. Leute, seid ihr bereit für die Schneeballschlacht des Jahres 2002 und ich wollte schon 23 sagen, aber 22 natürlich. Hella, ich bin bereit für die Schneeballschlacht. Was machst du? Warum hast du diese Brille mitgenommen? Damit ich nichts ins Auge bekomme. Und damit ich möchte auch nicht ins Auge schnell bekommen. Schnell bin. Nee, ich brauche auch noch so eine Brille. Nee, hab ich nur das eine. Das ist aber unfair. Nö. Das sind voll die unfairen Bedingungen. Tom. Was? Ich möchte auch. Ja, dann setzt du die auf, dann hast du keine Ausreden. Ich setz die auf. Ja, voll cool. Nein, ich sehe damit richtig schnell aus. Ja. Andere Richtung. Nee, wie geht das nochmal? Bruder, falsche Richtung oder so. Bruder muss los. Ich bin bereit. Wir machen... Nein. Doch. Wir machen jetzt eine Schneeballschlacht und damit es auch fair ist und so ein kleiner Ausgleich besteht, weil Tom ist ja schon größer, er hat ja schon größere Hände, kann viel mehr Schnee greifen, kriege ich diese Brille, damit mir wenigstens nichts ins Auge geht. Und ich würde sagen, die Regel ist auch noch, wir dürfen nicht irgendwie Schnee nehmen und das in den Rücken oder so tun, nee, weil das meine ich gar nicht. 1 Meter Mindestabstand. 1 Meter Mindestabstand. Okay, bist du bereit? Auf ich die weiß Plätze. Ehrlich gesagt nicht. Fertig. Nein, los. Stopp! Stopp! Oh, wenn ich jetzt noch werfen könnte. Ich will nicht mehr.
Das wird jetzt eine richtig gute Kugel. Oh Mann! Voll frech, ich habe einfach kleine Hunde. Au! Hey, bei mir! Okay, Game over. Stopp! Ich hab gewonnen, Hulk. Tom hat gewonnen. Oh, meine Hände. Ich will sie nicht mehr. Meine Hände sind leider auch eingefroren. Ich spüre sie nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe die noch nicht mal einmal getroffen. Oh, ich spüre meine Hände nicht mehr. Oh Mann, was war das bitte? Oh Gott, es ist kalt. So Leute, hier sind wir wieder in unserer Bude. Hella ist irgendwie gerade noch im Badezimmer. Jetzt steht aber gleich schon der nächste Programmpunkt an, wie eigentlich die ganze Zeit. Es wird halt auch immer schwerer, das noch zu toppen, was wir bis jetzt gemacht haben. Aber es wird trotzdem noch spannend bleiben. Wir haben noch so viele verschiedene Aktivitäten. Gerade morgen geht es nochmal krass weiter. Wir haben übrigens mal aufgeräumt, Leute. Schaut's euch an. Das Bett sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Aber ich habe gerade mal ein YouTube-Video für meinen YouTube-Kanal gedreht, Leute. Und zwar über das Kamera-Equipment, was ich hier mit nach Finnland genommen habe. Also schaut da in den nächsten Tagen irgendwann mal vorbei. Wird da mal ein Video online kommen. Hella ist jetzt auch mal fertig. Ich bin auch ready. Wir werden jetzt nämlich eine weitere Expedition machen. Ja, los. Meine Mütze ist weg. Wie, deine Mütze ist weg? Die blaue. Wir müssen uns beeilen. Wo ist die blaue? Ich habe die irgendwo hingelegt. Oh, wir haben hier einmal aufgeräumt und schon findet man nichts mehr. Ja. In der Unordnung finden wir mal alles wieder, aber wenn es mal ordentlich ist, ich vermute, sie ist in dem Koffer. Da habe ich nämlich einfach unsere ganzen Klamotten reingeklatscht. Egal, ich nehme jetzt einfach die rote. Und dein Handy solltest du auch mitnehmen, ja. Oder ich nehme jetzt einfach diese rote. Passt ja nicht zu dem blauen, aber egal. Wir machen auch keine Fotos mehr. Das machen wir jetzt. Wir machen eine Nordlichtexpedition in der Wildnis. Warte, wie hieß das nochmal? Fällt der Name nicht ein? Aurora? Aurora! Aurora Expedition. Ja, Aurora Hunting. Das machen wir jetzt. Ich hoffe, wir sehen, also wir haben ja gestern schon welche gesehen, aber nur so ganz bisschen. Vielleicht haben wir heute mehr Glück und sehen nochmal so richtig fett grüne Aurora-Lichter, Polarlichter, Nordlichter. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir welche sehen. Ja. Das wäre mega cool. Und jetzt beeil dich, Mann. Ja. Mann, 19.51 Uhr und eigentlich wollte ich noch was zum Abendbrot essen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Nee. Und dann beschwert sie sich immer, dass ich so dünn bin. Kamin aus. Ach. Hella will jetzt auch so einen Kamin für zu Hause haben. Ja, ich finde ihn richtig, richtig schön und so gemütlich. Ich finde, der macht den ganzen Raum so richtig gemütlich. Okay, hopp, hopp. Ich habe jetzt keine Mütze, Hella. Und keine... Oh, Handschuhe. Du hast ja nichts mitgenommen. Hast du Handschuhe? Nein. Aber erstmal meckern. Erstmal ausrasten. So ist das, wenn wir halt 10 Tage hier aufeinander hocken. 10? Reicht mir langsam, ich weiß. Den nächsten Urlaub organisierst du, Hella. Ja. Warum hast du hier halt aufgeräumt? Warum ist mein Pullover halt hier mit drin? Ich habe einfach alles in die Schublade geschmissen. Ah, hier sind meine. Hier ist meine Mütze. Perfekt. Perfekt. So. Okay. So langsam werden wir halt zu einem Menschen. Ja. Das ist halt langsam echt nur noch schlimm. Perfekt. Glaubst du mir nicht, dass ich die richtig zugemacht habe? Oder nein. Was? Ich habe bei der Schneeballschlacht gewonnen, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Du warst einfach nervig. Aber ich will dich auch einfach nicht mehr auf irgendeine Revanche hier. Wie sagt man das? Herausfordern. Herausfordern, genau. Oh, herausfordern, weil dann verliere ich halt eh wieder. Ja. Ein paar Sekunden später. Wir sind jetzt mit diesem Bus hier an eine Stelle gefahren und Leute, schaut euch mal den Mond an. Seht ihr diesen Ring um den Mond herum? Wie crazy sieht das aus? Hier seht ihr mal, wo wir sind. Vor uns ist ein See. Und hier ist Schweden. Also wir sind direkt neben Schweden sozusagen und fahren gleich auch noch zur schwedischen Grenze. Können dann theoretisch nach Schweden rüberlaufen. Hier seht ihr die ganze Kugel. Ganz im Norden sind wir. Fass mal deine Haare an, Hella. Die sind gefroren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kann man ja jetzt abbrechen. Leute, seht ihr das? Das ist einfach zusammen. Die kann man einfach abbrechen jetzt. Oh Gott. Schau mal. Also geht nicht mit nassen Haaren raus, wenn es friert. Oh Gott. Oh, wie schön das glitzert. Oh ja. Oh, das sieht man sogar in der Kamera. Leute, es ist halt so ein richtig guter Powderschnee. Könnte man perfekt Skifahren jetzt, aber wir haben leider keine Skier dabei und es ist dunkel. Crazy. Rolli-Glitzer, Glitzer, Rolli-Glitzer. Aber Leute, dieser Kreis ist auch crazy. Leute, das sind auf jeden Fall Nordlichter. Da. Wenn wir Glück haben, werden die noch besser. Wir sind noch einen Ort weitergefahren und machen jetzt hier ein kleines Feuer und warten auf die Nordlichter. Ich habe mir halt meine Handschuhe an die Füße gezogen. So gut. Bitte mal. Oh, Leute. Das Feuer ist wieder aus und Hella friert einfach. Mir ist so kalt. Oh, ich halte das wirklich nicht mehr aus, weil meine Zehen sind wirklich... Man könnte die abbrechen. 20 Minuten später. Warte. Warte auf mich.
Gott. Es ist so kalt gewesen. Es waren minus 15 Grad. Und wir hatten komplett dünne Socken an. Was dachten wir uns dabei, Tom? Was? Ich hab mir halt die Handschuhe schon da so angezogen. Einfach so. Ja, mit meinen Handschuhen ging das nicht, weil die so waren. Ganz schlimm gewesen, leider. Oh, zu das kalt. Tat so weh. Vor allem 3 Stunden in dieser Kälte waren wir. Hier auch ein Handschuh drin. Erstmal vor den Kamin setzen, da kein Kamin ist. Komm. Die warme Luft kommt hier raus und dafür musst du den erstmal aufdrehen. Ja, ja. Nee, wirklich. Ich muss jetzt erstmal heiß duschen oder so, weil es geht gar nicht. Ja, erstmal meinen Fuß daran halten. Okay, ich glaube, wir tauen jetzt erstmal wieder auf und sehen uns dann morgen wieder. Morgen steht wieder was ganz Besonderes an. Wirklich, es wird immer schwerer, die Sachen zu toppen. Ja, aber morgen, wirklich morgen... Du wirst jemanden kennenlernen. Es wird krass. Jemanden kennenlernen? Ja, es wird richtig krass, Leute. Okay. Wir werden ein paar Fährten verfolgen und auf Spurensuche gehen. Also es wird richtig spannend. Du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Es wird spannend, du kannst gespannt sein. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Bis morgen, Leute. Bis morgen. Tschüss. Peace out.